Das ist das, was ich da sehe. Aber egal. Huch. Kann ich dich erschießen? Tatsächlich. Hui. Auch die kommen ja wieder. Das ist ja unnötig. Herzlich willkommen hier in Void Hope. Eine leere Hoffnung. Wir befinden uns in der Schreinerstraße, wenn ich das richtig gesehen habe. Und unser Ziel ist es, hier erstmal rumzurennen. Hier können wir nichts machen. Ich glaube auch, wir müssen erstmal unser Zuhause erreichen. Und hier gehen ganz merkwürdige Dinge vor sich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Uiuiuiuiuiui. Ich vermute, ich kann dir nicht ausweichen. Gehen wir mal hier rein. Vermutlich ist das die Idee, dass wir unbedingt hier rein müssen. So. Okay, die Tür ist zu. Da können wir nicht durch. Dann fahren wir mal runter. Das Spiel ist übrigens am 29. Februar erschienen. Also noch relativ frisch. Und ich mag ja so pixelartige Spiele. Auch wenn das hier natürlich weniger ein Adventure und vielleicht eher eine Art, weiß ich nicht, Jump and Run ist. Ich meine, man kann springen und rennen. Ergo kann das nicht ganz falsch sein. Das Ganze wurde entwickelt von Elden Pixels aus Göteborg, glaube ich. Huch, noch einer. Ich glaube, ich muss hier schnell weg. Das ist ja gruselig. Du bist auch noch ganz schön flott. Mein Lieber. Uiuiuiui. Okay, er bleibt da stehen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber mir soll es recht sein. Kann ich hier was machen? Nein, vermutlich nicht. Gehen wir erstmal weiter. So, hier die Treppe rauf. Okay, wir haben keine Karte. Dann gehen wir erstmal hoch. Oh Gott. Gut, ich soll hier offenbar nicht hochgehen. Dann muss ich mir jetzt mal überlegen. Uiuiui. Ich frage mich, wie tief man fallen darf, ohne dass einem was passiert. Oh, ein Häuschen. Können wir da reingehen? Gilda, Schatz, wo bist du gewesen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Ich bin nur in ein paar Schwierigkeiten geraten. Es war einer der Gedächtnislosen, nicht wahr? Wenn das so weitergeht. Nennen Sie nicht so. Sie sind immer noch Menschen. Sie wissen nicht mehr, dass sie Menschen sind. Und es breitet sich schnell aus. Auch die Jungs auf der Arbeit haben angefangen zu vergessen. Sie verändern sich, ihre Persönlichkeiten, ihre Gesichter. Sie leugnen es, aber ich kann es sehen. Sie verwandeln sich, das Virus hüllt sie aus und die Erinnerungen sind das Erste, was verschwindet. Ich weiß, ich habe auch Angst, aber wir können nicht einfach gehen. Was ist mit den Menschen, die nirgendwo anders hin können? Was ist mit unserem Zuhause hier, unserer Familie? Wir können eine Familie gründen, sobald wir zurück sind. Wir können in der Hütte bleiben, bis sie die ganze Sache mit dem Heilmittel geklärt haben. Es sind doch nur ein paar Wochen, Schatz. Ich verspreche es dir. Liebling, du musst nicht jeden retten. Ich will nicht jeden retten. Ich will dich retten. Liebling, bitte, sprich mit mir. Wir hatten dieses Gespräch gestern Abend. Ich verstehe einfach nicht, warum das so lange dauert. Es sollte doch schon längst ein Heilmittel geben. In der Stadt wimmelt es vor gedächtnisinfizierten Menschen. Jeder kann sich verwandeln, zu jeder Zeit. Ich habe dir bereits gesagt, dass sie das Heilmittel nicht herstellen können. Noch nicht.
Es fehlt ihnen ein wichtiger Teil. Woher weißt du das? Gilda, sieh mich an. Erinnerst du dich nicht, Schatz? Wir hatten dieses Gespräch gestern Abend. Weißt du nicht mehr, wie es geendet ist? Ich bin gegangen. Wovon sprichst du? Du fängst an zu vergessen, Keegan. Du bist infiziert. Ich bin bereits in die Stadt zurückgekehrt. Ich weiß, was ich tun muss, um unsere Familie zu retten. Was meinst du damit, was tun? Ich habe es dir schon gesagt. Ich liebe dich. Versuche nicht, mich zu finden. Gilda! Okay, Gilda ist offenbar weg. Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Hier ist eine Tür, die führt aber nirgendwo hin. Okay. So, wir können unser Hütchen nicht aufsetzen. Das ist aber sehr schade. Ich würde gerne mein Käppi aufsetzen. Egal. Gehen wir mal raus. So. Wo geht's jetzt hin? Okay, hier können wir nirgendwo rein. Laufen wir erstmal weiter. Hier an der Werkbank können wir auch nichts mitnehmen. Ich glaube, Gegenstände sind recht rar gesät. So. Supsi-hup. Lasst euch nicht stören. Ach, verdammt. So, ein Mineneingang. Huiuiui. Können wir hier reinspringen? Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt hier so runterbrausen. Aber nein, das geht nicht. Ich wollte eigentlich hier rüber. Wir brauchen bestimmt die Kiste. Ich finde es übrigens sehr nett von den Entwicklern, dass die hier immer so Bremsen hinmachen, dass man die Kiste nicht zu weit nach hinten schieben kann und man da später nicht mehr drankommt. So, gehen wir mal die Leiter runter. Gut. Kann ich hier runterspringen? Ich habe ein bisschen Angst, dass das so tief sein könnte. Ach, jetzt komme ich da gar nicht hoch. Dann muss ich da runterspringen, wa? So. Schnell wieder hoch. Gut. Hier sind wirklich viele Vögel. Selbst an Orten, an denen man es nicht erwartet. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Dann müssen wir erstmal irgendwie anders gehen. So, hier rechts ist abgeschlossen. Wir könnten hier runtergehen. Wir brauchen sicher auch hier wieder eine Kiste. Das Türchen ist offen. Hey ho. Guten Tag, der Herr. Oh, was haben wir denn da? Was ist das? Halte RB zum Zielen und drücke X zum Feuern. Okay. Oh, dann geht die Türe auf. Moment, waren hier nicht noch Türen, die wir vielleicht öffnen könnten?
Nee, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Schade. Vielleicht müssen wir tatsächlich erstmal oben wieder raus. Zugegebenermaßen weiß ich gerade gar nicht, was meine Aufgaben sind. Ausgang finden. Okay, das sollte zu schaffen sein. Hui! So, da können wir wieder drauf schießen. Okay. Hier sind jetzt verschiedene Ausgänge. Ah, dann können wir hier die Kiste runterschmeißen. So, auch hier ist netterweise wieder ein Bremsklotz installiert. Nein! Jetzt sage nicht, ich muss noch mal einmal durchs ganze Gebäude, weil ich nicht springen kann. Och. Upsi. So, schnell zurück. So. Gerade noch gut gegangen. Kommen wir hier rein? Nee, kommen wir nicht. Wir kommen da auch nicht hoch. Wir kommen hier gar nicht weiter. Ha, witzig. Hab ich... Oh, hier links könnten wir vielleicht noch lang. Okay, da kommen wir nicht durch. Nee, da wollen wir nicht wieder hin. Hupala. Zu hoch, verdammt. Ausgang gefunden. Schön. Okay, wir haben das Startlevel im Waldschutzgebiet offenbar erfolgreich gelöst. Jetzt müssen wir eine Erinnerung finden, Ausgang finden, Gegenstand gesammelt und Tresorcomputer freischalten. Mal sehen. Okay, diese Petroleumlampen sind offenbar eine Art von Speicherstand, nehme ich an. Was ist auf diesem Zeichen drauf? Das sieht aus wie ein kleiner Dinosaurier, der auf seine eigene Exkremente pinkelt. Das ist das, was ich da sehe. Aber egal. Huch. Kann ich dich erschießen? Tatsächlich. Hui. Auch die kommen ja wieder. Das ist ja unnötig. Und die laufen mir auch noch hinterher. Maximal unnötig. Okay, mit diesen komischen Stationen können wir offenbar nichts machen. So. Okay, eine Tür. Und das Einzige, was wir jetzt hier im Gebäude machen können, ist einen Speicherstand freischalten. Es geht hier auch nicht höher. Verwirrend. Nun gut, fahren wir wieder runter. Ich finde es sehr schade, dass man die netten Leute nicht von ihren Qualen erlösen kann. Huch, noch einer. Okay, da kann ich nicht rein.
Gehen wir erstmal hier hin, würde ich... Oh, abgeschlossen. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, war ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, hier nicht viel machen zu können, weil der Fahrstuhl bestimmt... Kann da nicht drauf schießen, oder? Nee, geht nicht. Okay. In welche Richtung will ich? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte hier auch keine Kiste mitnehmen können. Uch. Wo geht es weiter? Klettern mal hier hoch. Dann können wir nämlich den umgehen. Okay, da kann man auch nicht rein. Wir sind im Königinnenpark. Mir ist hier tatsächlich ein bisschen zu viel los. Ich habe einen Gegenstand gesammelt. Offenbar eine Karte. Ach krass, geht das? Wow, ich kann durch Räume. Das ist cool. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ah, wir haben das Türchen geöffnet. Aber ich komme hier nicht wieder raus. Oh! Ich kann mit der Karte Metrostationen freischalten. Das ist ja cool. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt. Aber gut zu wissen. Ah, okay. Jetzt kann ich hier dieses Klötzchen runterschmeißen. So, wir müssen immer noch den Ausgang finden, eine Erinnerung finden und den Tresorcomputer freischalten. Ich frage mich, ob wir das alles schon machen können. Mich zieht's erstmal weiter hier in diese Richtung. Da fällt mir ein. Ich habe doch jetzt so eine Karte, mit der ich ja offenbar Fahrstühle freischalten kann. Oha! Da ist glatt der Bäcker ein bisschen mutiert, würde ich fast sagen. Ich war mir sicher, hier gäbe es noch irgendwo... So, dann haben wir die Station auch freigeschaltet. Woran erkennt man eigentlich Türen, die geöffnet werden können? Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir hierher zurückgekommen sind. Weißt du noch, welchen Film wir bei unserem ersten Date hier gesehen haben? Wie ich dich kenne, wahrscheinlich einen Horrorfilm aus den 80ern. Du kennst mich wirklich gut. Es ist seltsam zu denken, dass wir eines Tages aufwachen und es einfach vergessen haben könnten. Schatz, können wir vielleicht mal einen Tag lang nicht über den Stand der Dinge reden? Auf der Arbeit reden sie über nichts anderes. Virus hier, Virus da. Wenn es wirklich schlimm wird, können wir immer noch in der Hütte bleiben. Du weißt, dass wir das nicht tun können. Warum nicht? Sie ist zu weit von der Schule entfernt. Gilda, ich weiß, dass du eine Familie gründen willst und das will ich auch, aber
Manche sagen, das Virus verwandelt die Menschen buchstäblich in eine Art Monster, wie in der Nacht der lebenden Toten. Weißt du was? Lass uns heute Abend nicht über das Virus reden. Lass uns so tun, als wäre alles so wie damals, als wir uns kennengelernt haben, vor all dem. Das würde mir gefallen. Damals war alles einfach. Willst du einen Film sehen? Das Ding aus einer anderen Welt? Hellraiser? Das Tor zur Hölle? Okay, wir wurden offenbar aus dem Level rausgeschmissen. Eine Erinnerung finden, Gegenstand sammeln und Tresorcomputer freischalten. So, laufen wir mal direkt los. Erkundigen wir mal die Unterwelt. Hier, da komme ich nicht hoch. Hallo, Mister. Oh, das kam überraschend. Der war im Dunkeln versteckt. Da müssen wir glatt nochmal runter. Okay, der Stein ist da stehen geblieben. So. Da wollte ich gar nicht hoch. Was kann ich denn mit dieser Seilwinde wohl machen? Vielleicht muss ich ein Seil finden. Das könnte natürlich sein. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Wo ist denn hier Monsterli? Ach, da. Guten Tag. Komme ich da rüber? Hui! Da komme ich nicht. Aber ich bin sanft. Oh, jetzt muss ich wieder unten rum. Das ist ja furchtbar. Hier ist doch hier dieser komische Typ. Okay, so kann man es auch lösen. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter erstmal. Aber ich kann viel... Ach nee, ich komme hier gar nicht hoch. Kann man hier reinspringen? Hui. Was haben wir denn hier gefunden? So, jetzt haben wir den Fahrstuhl gerufen. Schön, dass es hier einen eigenen Raum gibt, um den Fahrstuhl zu holen. So, hoch, 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 hoch. Höher. Höher, noch höher. Oh, ich glaube, das kennen wir irgendwoher. So, wir haben gerade ganz viele Türen geöffnet. Ich bin gespannt, wo uns das hinführt.
Okay, jetzt befinden wir uns irgendwo auf so einem Dach. Aber inwiefern hilft uns das jetzt groß weiter? Okay, ich kann das hier nicht... Okay, man kann die offenbar nur von dem Leiterstück wegschieben. Man kann damit sonst aber nichts machen. So, zweiter U-Bahnhof freigeschaltet. Okay, hier kann ich nichts machen. Gerade so geklappt. Wollte ich hier runter? Ich bin mir unsicher. Was haben wir hier? Okay, ich kann scheinbar keine potenziellen Willenlosen. Aha. Bums. Jetzt steht er da natürlich ziemlich ungünstig. So, jetzt können wir rüber. Okay, wir müssen erstmal dich erschießen. Dann das. Und dann vermutlich nochmal dich. Okay. Funktioniert. Zum Glück. Aber hier will ich auch irgendwas als Belohnung haben. Wo ist jetzt die Tür aufgegangen? Oben rechts? Hier ist... Oh, da oben können wir auch eine Tür aufmachen. Was ist denn hier noch? Ist das der Computer? Okay, man muss das irgendwie in so einer Snake-artigen... Nein, ach Mann. Das ist aber auch fummelig. Das würde ich gerne programmieren, dass der Computer das einfach für mich macht. Nein! Ach, das gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt gehen wir unten rum. Boah. Hat das jetzt funktioniert? Tresorcomputer freigeschaltet. Schön. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das jetzt noch klappt? Boah. Uiuiuiuiui, du bist ja auch noch da. Wie oft muss man euch eigentlich umlegen? So, ich glaube, wir mussten jetzt hier links rum.
Was habe ich denn da? Ein Brecheisen. Schön. Und dann können wir direkt hier diese Tür aufbrechen. Bringt mich das voran? Ich muss ja eigentlich auf die andere Seite. Und ich komme jetzt auch nicht hoch. Gab's noch eine Tür, die irgendwo... Och Mensch, das ist zu tief. Nein! Verdammt mich! Ach, wir können auch erstmal in die andere Richtung gehen. Oh, hier ist noch eine Tür, die wir aufbrechen können. Ah, wir haben hier schon wieder einen Shortcut geschaffen. War ich hier schon mal? Sieht ein bisschen danach aus. Aber... Wir kommen offenbar nicht. Doch, hier können wir hoch. Aha. Das habe ich übersehen. Na, endlich. So, wir wollten hier weitergehen. Das war die aufgebrochene Tür. Was war denn hier unten? Ja, hier war ich schon. Okay, also was jetzt neu ist, ist, dass wir jetzt hier hochkommen. Hilft uns jetzt, glaube ich, nicht richtig weiter. So, wir machen mal einen Speicherstand. Oh, man kann hier noch ein Stück höher. Wir müssen doch die Erinnerung finden. So. Uiuiui, nein, das war ja blöd. Wo ist denn unsere Erinnerung? Ach, hier. Gilda, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst zu Hause mit... Ich komme manchmal hierher, nur um mir das schwarze Wasser anzusehen. Schatz, du machst mir Angst. Es wird kalt. Lass uns nach Hause gehen. Dieses Gewässer, weißt du, manchmal spüre ich, wie es in mir aufsteigt. Dunkel und erstickend, wie etwas, das wächst. Eine Bestie. Das muss an dem ganzen Gerede über Monster in letzter Zeit liegen. Bitte, Liebling, lass uns... Alle Gesichter um mich herum werden grau. All meine Hoffnungen verdunkeln sich. Gilda, hier, nimm meinen Mantel. Ich muss zu ihnen gehen. Ich weiß, dass ich muss, aber ich habe Angst. Wohin gehen? Wovon sprichst du? Die, die uns retten können, die... Schatz, ich weiß, dass du immer alle retten willst. Und das liebe ich an dir. Aber etwas kommt. Was? Was denn? Ich weiß nicht, aber es kommt immer näher. Keegan, hör zu. Es ist wichtig, dass du...
So, der nächste Teil wäre die Flussüberführung. Aber an dieser Stelle ein kleiner Break. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich, wenn es weitergeht in Void Hope. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zusehen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.